Test, hallo, ja. Okay, gut, das ist jetzt schon ein Video. Hallo, herzlich willkommen hier. Ich bin zurück bei Wizardcraft. Diesmal mit da, neben dem Skillith ist der Banpa? Banpa? Der Banter. Der Banpa. Banter. Banpa ist, du bist jetzt einer der Programmierer hier. Ja. Developer. Wie bist du überhaupt jetzt dazugekommen? Ich habe auf dem Server ganz normal gespielt und dann ist mir halt aufgefallen, dass der Server sehr generisch ist, wenn du weißt, was ich meine. Also, er hat halt viele Features, die halt tausend andere Minecraft-Server auch haben. Ja, okay. Zum Beispiel eine Farmwelt und eine Plotwelt. Mhm. Gut, die Kombination kennt jeder. Ja. Ich dachte mir, was wäre, wenn man einfach Wizard 101, das Spiel, einfach hier in Minecraft realisiert. So gut es geht natürlich. Natürlich hat es noch Limitierungen, ja. Die man überwinden muss. Mit Code. Na gut, das versuche ich dann zu machen. Ja. Und ja. Also hier das hier hat das Killeth gemacht. Ja. Wir sind übrigens gerade auf dem Testserver, für alle, die sich wundern, warum das jetzt hier anders aussieht. Ja. Das ist der Testserver. Das sind schon ein paar Stäbe. Ach, das sind hier, ich sehe nur Schaufeln. Dann musst du nochmal neu in den Server kommen. Du musst den Server nochmal neu betreten? Ja. Gut, dann pausiere ich mal gerade. Sekunde. So, okay, das ist jetzt das Ressourcenpaket hierfür. Jetzt sehen wir hier tatsächlich die Zauberstäbe. Gerade waren es nur Schaufeln. Und hier unten sehen wir auch sogar... Karte. Ah, hey, wow, geil, ich hab... Cool. Ups. Okay, ich habe eine Karte. Guck mal nach oben. Ihr seid der DOP-Zauber. Wizardcraft 101. Geil. Man sieht auch tatsächlich die Karten von den anderen auch. Cool, das ist ja mega cool. Und was kann man jetzt hiermit machen? Tauschen? Oder die anderen hauen? Ja, zaubern natürlich. Was man ja sonst damit? Ach so, ja klar, zaubern. Ja. So, und das hier sind schon mal Zauberstäbe. Ja, ich hab schon mal, du hast mir schon mal was geschickt, Skillet. Ja. Zu den verschiedenen Schulen sind die Stäbe hier, ne? Eis, Feuer, Leben und so weiter. Licht. 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 Ja. Licht. Ja, willst du erzählen über Licht? Erzählt. Das war eine Idee von mir für eine neue Schule. Eine neue Schule? Ja, warum nicht, ne? Man kann ja hier auch die Features einbringen, die man gern im echten Spiel hätte. Ne? Man sagt, ne, dann machen wir es halt hier. Ist doch cool. Also eine Lichtschule. Wir müssen es ja nicht 1:1 kopieren vom Originalspiel, sondern so eigenen Content einbringen. Ja. Und, ja, genau. Weil das halt auch ein Community-Server ist, dann können die Zuschauer, also deine Wizard101-Community, halt auch Ideen schreiben, die wir hier umsetzen können. Weil sie gute Ideen haben. Ja. Was sie natürlich haben werden. Ja klar. Da gibt es ja eigentlich viele Ideen, ne, die darauf warten, umgesetzt zu werden. Ja. Und ihr arbeitet an noch was sehr Spannendem, ne? Also du, Banpa. Richtig. genau. Wie am Anfang erzählt, bin ich ja Developer hier, habe hier ein Plugin entwickelt. Entwickelt, ja. Und ja, hier, Moment. Ach so. Nein, es hat auf mich gezaubert. Okay, was war das? Das war der Zauber. Oh, pst. Okay, ist eine Frage. Hast du diese Welt hier in den Config eingespeichert? Nein, habe ich nicht. Na toll. Aber ich habe die andere. Ah ne, warte. Ja, okay. Kurze Werbeunterbrechung. Ja, kurze Pause? Ja. Okay. Ja. Also, was wolltet ihr zeigen? So, hast du jetzt eingespeichert, die Welt? Ja, habe ich. Okay. Dann gibt mal das hier ein. Register, Leerzeichen und dann eine Schule, aber auf Englisch. Okay. Es gibt, keine Ahnung, zum Beispiel Mythos, Death, Fire... Register,
Light gibt's auch. Ice, was weiß ich, hier. Storm, such dir irgendwas aus. Ja, bin schon natürlich Feuer. Okay, Feuer, perfekt. Dann registriere ich auch. Nee. Zack. Hier rechts sehe ich schon die Lebenspunkte und Mana, Gold und Kronen. Ja, okay, warum ist Nacht geworden? Das weiß ich nicht. Okay, oben siehst du die, die Titel, die Badges, wie immer die heißen. Ja. Ja, leider habe ich das nicht bedacht und der Name-Tag wird nicht angezeigt bei den Spielern. Das wird natürlich. Also der Name. Ja, der Name. Das wird natürlich nochmal verändert, verbessert. Genau. Und wie ist am Längen noch nicht fertig, ne? Ne, ich habe, wie lange habe ich gecodet? Ich glaube 3 Tage oder 4. Also ich hatte echt nicht viel Zeit. Wofür? Und, für die Titel? Für das Plugin. Also die Titel, sind nur ein Teil davon. Ah, okay. Genau, unten siehst du eine kleine 1, das ist dein Level, dein Zauberlevel, bis ins Magier Stufe 1. Ja. Und die XP-Leiste zeigt dir den Fortschritt an, wie weit es noch bis zum nächsten Level ist. Das grüne Ding. Ja. Übrigens an die Zuschauer, meine Facecam ist gerade übrigens über diesem Fenster. Hier rechts wahrscheinlich, könnt ihr es nicht ganz sehen. Lebenspunkte. Ja, aber es steht auf jeden Fall Lebenspunkte, Mana, Gold und Kronen. Okay, nur so zur Info, fällt mir gerade ein. Ja. Also die XP-Leiste ist quasi wie beim normalen Minecraft auch, ne? Nur in dem Fall halt auf die Wizard World 1 Level umgeändert. Angepasst. Was? Was passiert? Das ist ja magisch. Oh. Kaius, komm auf mich. Was? Ey! Er ist versteinert. Ah, ne. Hat sich verwandelt. Ups. Das ist ein Bumper. Ja, dann erzähl weiter. Okay, erzähl weiter. Genau, so, und unten die XP-Leiste füllt sich natürlich, indem man Kämpfe bestreitet. Genau wie in Wizard World 1 auf diesen runden Feldern, runden Flächen, mit runden Zaubern, dies, das. Und, wenn man jetzt nach hinten schaut, dann sieht man vielleicht schon was. Genau. Wenn man XP bekommt, dann sieht das so aus. Und Gold. Ja. Sehr gut. Wenn man genug XP bekommt, dann steigt man auf und bekommt HP dazu. Wie im echten Leben. Ja. Willst du den Command zeigen? Nee, oder? Den Titel? Ja. Okay. Falls du das selbst sehen willst in Aktion, kannst du slash Titel eingeben. Und ich habe das jetzt so dafür ausgelegt, dass du NF5 spielst. Oder dass man generell NF5 spielt, weil es ja in Wizard auch so ist. Also halt aus der Third Person. Und dann sieht man auch die ganzen Einblendungen. Ah, okay. Weiß ich, welche da kommen. Was muss ich jetzt bei Titel eingeben? Nichts, das ist einfach nur ein Testcommand. Das gibst du einfach so ein. Ach so. Ja. Das ist einfach nur zum Testen. So wird es dann im Spiel aussehen. Man soll das also, dann auch hier so in der dritten Person spielen. Ja. Genau. Könnte man. Ist halt besser. Ja, krass. Richtig. Okay. Und noch eine Sache, die wir zeigen können. Das war die krasseste, aber ist leider nicht fertig geworden. Da brauche ich halt mehr Zeit. Folgendes. Hier ist doch kein Platz. Okay, wo ist denn hier Platz? Funktioniert die Portale hier? Nee, oder? Nein. Nee, ich habe das Plugin nicht drauf. Ach komm, egal. Machen wir es einfach hier. Okay. Okay. Ja, toll. Gut. Dazu muss ich sagen, du solltest die Sounds vielleicht ein bisschen leiser machen. Blöcken. Ich? Den Blocks. Ja, weil das vielleicht ein bisschen laut werden könnte. Ja, alles klar. Wo denn hier Musik? Gesamtlautstärke?
Nee, nicht die Gesamtlaufstärke. Blöcke steht da. Blöcke, ne? Dann mache ich das mal auf 15. Also ich hoffe wirklich, dass es Blöcke sind. Wenn nicht, dann. Okay. Dann tut mir leid. Ups. Hey. Komm. Direkt die Aufbaumannschaft. Ja. Okay. Jetzt. Muss ich den Namen eingeben? Jetzt 3, 2, 1. Okay. Aber es war's auch schon. Was? Das war's? Warum ist der Bedrock gespawnt? Ich kann's rechtsklicken, nice. Ja, du kannst rechtsklicken. Bug entdeckt. Okay, Bedrock soll richtig sein. So, ja, leider bin ich nicht fertig geworden hiermit. Aber könnte ich ja denken, so hier. Man spawnt. Auf jeden Fall wird man hier Feld. In den Kampf zaubern. Man wird hier irgendwann mal epische Sachen beschwören können. Boah, Hammer. Wie ist das? Das ist natürlich mega krass, ne? Da habe ich mit der Karte die Erde ein bisschen zerstört. Mit Restlick. Ach, guck mal, ich kann hier Gras hinmachen. Ja, das ist so ein Gartenzauber. Auf einmal. Ja. Kann ich sogar komischer was mit meiner Hand. Achso, ja. Ja, hier. Das ist ein kleiner Bug. Ja, ist okay. Nein, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Das ist normal. Gut. Ja, okay. So, haben wir noch was, was wir zeigen können? Ja, okay, stimmt. Die neue Schule. Wir haben halt. Also, in One-on-One sind die Schulen ja generell so wie Klassen. Zum Beispiel Feuer ist stark für Rundenzauber, Tod, Heilen und Damage. Kennst du ja. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, hier die Schule des Lichts, der Reflexion. Mhm. Vielleicht kann man sich denken, was so der, Ich bin Schüler der Pyromantie. Was? Wow. Vielleicht kann man sich ja denken, was man bei der Schule der Reflexion oder der Schule des Lichts macht. Was so die Stärken sind. Reflektieren. Ja, richtig, reflektieren. Mal gucken, wie wir das umsetzen. Praktisch, wenn ein Gegner dich angreift, tausche ich 20%. Mhm. Das machst du auf dich selber und dann wird 20% vom Schaden, was der Gegner macht, auf den zurückgeworfen. Mhm. Genau, also quasi wie so ein Schild, was Schaden zurückwirft. Okay. Wir müssen noch gucken, wie wir das umsetzen, wenn das System fertig ist. Weil balancen muss man das ja auch. Dass es nicht zu stark ist. Du erzählst, ihr arbeitet auch schon an Pips und Superpips und sowas. Ja, da ist halt dran gerade. Ja. Ja, da bin ich dran. Also die sind auch schon drin, aber ja, gut. Das Kampfsystem ist halt noch nicht. Steht halt noch. Können wir noch. Ja, ich meine, das ist auch. Sehen. Klingt auch sehr kompliziert, dass. Ich meine, ich kenne mich mit Programmieren nicht aus, ne? Aber ich stelle es mir kompliziert vor, sowas hier irgendwie zu machen. Ja, Wahnsinn. Das mit den Karten hat auch ein paar Nerven gekostet. Ja. Ja? Ja. Ein paar Stunden. Oh, ich leg mal, ich kann mit der Karte ein Feld anlegen. Ja, das ist doch der Gartenzauber. Hab ich doch gesagt. Ich nehme dir mal die Macht weg, ja. Mir? Nein! Nein, lass mir die Macht! Ich laufe weg. Okay, das ist natürlich geil, dass hier Bedrock gespawnt ist. Aha. Interessant. Ja. Oh nein. Was? Warum kann ich abbauen? Er ist okay. Aha. Er bricht ein. Ja. Oh, was ist das? Das ist vom Block. Haha, oh. Ich komme nicht weiter. Wo bin ich denn hier? Ist das Wizard City? Vermutlich. Ich weiß es selber nicht. Vermutlich, bitte wenden. Ah. Oh nein. Parieren. Aha. Nee. Bin ich denn hier? Ach doch, hier bin ich beim Karussell. Ja, das wäre cool, wenn das in Wizard World auch ginge, ne? So plötzlich einfach aus der Welt ausbrechen. Irgendwie ist das jetzt zu.
Strange. Naja, egal, das ist ja hier alles ein Testserver und es wird dran gearbeitet. Ja, komm, wir sind doch Feuerzauberer. Ah, ich nicht. Oh, ich sehe Krokotopia! Oh, hi. Ich glaube, es ist gleich weg. Geil, episch. Wir verbrennen Krokotopia. Ich hoffe, ich habe noch eine Kopie. Alles gut. Ups, das war die Originalwelt. Naja, das ist es auf jeden Fall schon mal. Ne? Also, liebe Leute, ihr seht. Oh. Hilfe. Ah, nein. Aber ich bin unsterblich. Hm. Keine Ahnung. Na, wie gesagt, Leute, ihr seht auf jeden Fall neben den Features, die es tatsächlich, wie erwähnt, auch auf einigen anderen Servern gibt, gibt es hier tatsächlich dann jetzt bald exklusive, ja, extra hierfür programmierte Sachen. Und das muss man was erwähnen. Ist so krass, ja? Jeder, der einen Rang gekauft hat, der kriegt dann wahrscheinlich Kronen. Je teurer der Rang, desto mehr. Okay, also es lohnt sich für die Leute dann auch hier wieder drauf zu kommen. Aktuell ist der Server noch so wie eh und je, nicht wahr? Ja, ja, aber es wird sich ändern. Und wann können die Leute, die hier Interesse dran haben und so, damit rechnen, dass dieses Plugin hier live geht? Was wir brauchen noch Erbauer für die ganzen Welten. Ihr braucht noch Erbauer für die ganzen Welten. Ja. Okay, wie können die sich bei euch melden? Sollen die hier unter dem Video, das ich hier veröffentliche, einfach einen Kommentar schreiben oder sollen die euch irgendwo anschreiben? Ja, kontaktieren? Die können Kommentare schreiben oder die kommen auf den Teams. Ich gebe dir dann noch die IP, weil die andere funktioniert gerade nicht. Und dann können sie sich da melden. Okay, also macht am besten beides. Schreibt in die Kommentare. In der Videobeschreibung steht die TeamSpeak-ID und natürlich sowieso die ID vom Server. Nicht von diesem Test-Server, sondern von dem Original. Ja. Bin ich auf jeden Fall extrem gespannt, was hier draus noch wird. Und ich hoffe, dass sich noch viel mehr Leute hierfür finden, die auch helfen beim Bauen und überhaupt Interesse haben zu spielen. Weil es geht ja hier weiter, ne? Ist schon krass. Richtig. Es geht voran. Oh nein, was hast du getan? Ist runtergelaufen. Ist das hier ist Armageddon oder was? Hilfe! Nee. Spieler der Pyromantie. Und ich bin nur ein Muggel, der gar nichts kann. Was? Hat doch. Es hat doch beides, Pyromantie. Nicht Eis. Jetzt leckt's. Oh oh. Ja, toll. So. Weg. Oh nein. Naja, okay, genug der Spielerei für dieses Video. Leute, ihr habt auf jeden Fall gesehen, was euch hier erwarten kann oder erwarten wird. Ja, sind wir gespannt, wie es hier weitergeht. Und ja, das war's erstmal, ne? Ja. Also von mir war's das. Dann danke ich für den Einblick. Das Video ist jetzt nicht so lange, also ich hoffe, ihr seid alle dran geblieben, Leute. Und ja, dann, wenn ihr hier drauf spielt, wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Und ihr seid natürlich sehr gerne angehalten, auch selber mal Videos zu machen hier zu WizardCraft. Denn das soll sich natürlich ein bisschen verbreiten, ne? Bekannt werden, oder? Ja. Das wäre natürlich ein großer Vorteil. Ja. Alles klar, gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal hier bei WizardCraft und ich drücke euch noch die Daumen und wünsche euch noch viel Erfolg hier mit dem, was ihr hier baut. Dankeschön. Alles klar, und dann ciao. Ciao. Tschüss.